Hallo Leute, willkommen zu einer Runde Erschreckkraft und heute erschrecken gehe ich euch im Pre-Intro, was überhaupt keinen Sinn macht. Hey. Ja, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich kann mich erinnern, dass wir in einer Lavahöhle waren. Waren wir das wirklich am Ende der letzten Folge oder munkel ich nur? Das und noch viel mehr. Oh, warte. Fahren Sie jetzt? Weil ich gerade gar keinen Bock habe, hier irgendwie was zu warten, weil ich das sehe. Da war Scheiß. Haha, das wäre ein Fehler gewesen. So. So, dann nochmal hier rein. So, und dann klauen wir uns den Stein einfach zurück. So. Und nochmal und hier, komm, zack. Und dann wir den Stein nochmal an. Dann können wir uns hier direkt einen schönen Weg machen. Ohne Probleme. Locker für Dias. Einen besseren Start hatte ich, glaube ich, noch nicht. Erstmal heil rüberkommen und dann feststellen, dass wir gar kein Schwert haben. Level nehme ich gerne. Ich denke, ich mache mich mal zurück, bevor das Skelett hier angetanzt kommt. So. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe keinen Plan. Denke ich. Ich weiß nur, dass ich letzte Folge gestorben bin und somit keine Fackeln habe. Was schon ein wenig ärgerlich ist, da jetzt hier, wo wir dann Höhlen bauen, immer wieder Zombies spawnen werden. Tun. Meine Stimme ist gerade ein bisschen komisch. Ich habe Fußball gespielt und rumgeschrieben, deswegen ist sie heiser, aber wahrscheinlich klingt sie noch viel geiler als sonst. Natürlich bitte nicht ernst nehmen. Aber ich hatte gerade so einen kleinen, so einen Rausch, wo ich geredet habe. Das habe ich ja nicht oft, dass ich oft am Stück rede. Na gut, ich würde sagen, dass wir mal Cobblestone farmen wollen. So. Es ist mir eigentlich viel zu riskant, jetzt einen Diamant schwer zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen mache ich mir mal lieber ein Linksschwert. Ich weiß, einen Diamanten habe ich auf jeden Fall sicher. Den einen, den ich gesehen habe. Aber trotzdem. So, ich denke, dass ich mal jetzt anfange mit Messen. Ich denke, ich mache das tagsüber. Oder warte mal. Dann können wir ja mal so ein Tricksen hier mit der Welt. Zuerst mal. Das kann nochmal angebaut werden. Dann können wir hier schon mal ein bisschen was mitnehmen. Denn wenn du schläfst, dann wächst da ja was. Ich weiß nicht, ob da dann was wächst, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es dann in dem Moment, wo du schläfst, wo du dann ins Bett gehst, dass da dann, ja, eben die Seeds, versucht werden zu laden. Ich habe Samen bekommen. Ist mir gerade mal so eingefallen. Das war ja letztes Mal schon eine kleine Seltenheit. So. Erstmal zwei Brotkäse wollte ich mir machen, hat aber nicht funktioniert. Und ich bin auch schon ein bisschen schlau für die Welt. Na hopp. Ja, Minecraft, da kann man auch immer gut was erzählen. Ja, dann kann ich mal ein bisschen über Sachen sagen, die vielleicht letztens waren. Was man wissen sollte oder was man auch hätte sein lassen können. Auf jeden Fall war ich heute, als ich aus der Schule kam, zwei Abonnenten reicher, wofür ich mich erstmal bedanken will in erster Linie. Und zweitens auf einmal in einer Gruppe mit dem Titel Warum. Ich kann euch bestimmt schon vorstellen, worum es eventuell in dieser Gruppe gegangen sein könnte. Ja, eben auch mit dem Thema. Jetzt gedacht. Varro.
Ich denke, ich mache mal hier eben ein bisschen Verschönerung. Das geht schneller, als wenn ich die Tür erstmal einzeln abbaue. So, dann nehme ich mal das hier. Ich weiß, Holz und Lavakante muss man mal ein bisschen aufpassen, aber ich denke, das können wir uns doch gerade so leisten. 6 Stück, wer braucht denn 6 Stück dafür, Mann? So, dann können wir wieder zack und zack, zack. So, jetzt haben wir schon mal einen schöneren Ausgang. Dann können wir auch gleich wieder hier die Orchideen hinwuppen. Dann würde ich auch gerne mal ein bisschen so den Eingang noch ein bisschen verstecken. Weil ich mag das so versteckte Eingänge. Finde ich irgendwie, hat sowas mysteriös. So, wenn man so von hier so kommt, so, dann denkt man sich schon, ah, schöne Landschaft. Ah ja, schön. Super Ton, ja. Und, oh, Orchideen. Und, ah, ein Haus. Da kann ich ja dann wohnen. Ja gut, ist jetzt ein bisschen unrealistisch eventuell, aber gut, man hätte es ja versuchen können. Na gut, ja, auf jeden Fall, ich werde dann heute Morgen diese Ware-Gruppe. Und ich dachte mir, okay, Ware, es wäre doch bestimmt spannend für die Gemeinschaft. Aber, also Karina war auch in der Gruppe, Adamas war auch in der Gruppe, Hated Star Let's Play war auch in der Gruppe. Dieses Skelett ist eventuell auch in dieser Gruppe. Auf jeden Fall, dann wurde ich direkt gefragt, ja, welcher Teampartner? Und meinte ich erstmal so, ich habe doch gar nicht gesagt, ob ich da mitmachen will. Hab dann auch vielleicht eine halbe Stunde überlegt und bin dann direkt in so einen Call gegangen, da den die veranstaltet haben. Das plant der Adamas, also wenn das Programm laufen sollte, schaut bei Adamas Let's Play vorbei. Dann seht ihr das als allererstes da, auf jeden Fall. Okay, erstmal schön verhaspeln in der Folge. Es kommt immer gut an, ja. So. Ich bin auch gar kein Fan von so super schnellen Reden und so. Von daher bin ich gerade ein bisschen überrascht von mir. So. Ich mal die Pfeile und feile die da hier rein. Wir haben ja noch keine anderen Schafe. Dann können wir gleich wieder mal zu den Schweinen gehen. So, ab hier ist ja Kartoffelgrenze. Und dann kommt hier überall Dings hin. Weißt du? Die Kartoffeln sind hier gerade mal ein bisschen wurscht. Wenn das nämlich jetzt von Anfang an so ist und ich jetzt noch 7 Milliarden Jahre warte. Ob die Welt denn immer noch existiert? Nein, natürlich nicht. Ja gut, dann habe ich gar nichts mehr von dem Essen am Ende. Eine, ja komm, die können wir jetzt auch noch pflanzen. So. Und schwupp. Schwupp. Miau. Na gut, die Erde können wir jetzt wieder hier reinpacken, die Stöcke hier reinpacken. Kies lasse ich erstmal noch drin. Dann baue ich mal der Brücke weiter. So. Okay. Jetzt erstmal hier leise im Hintergrund Hände waschen. So, ich meine einmal hier so ein bisschen. Ich meine, die spawnt ja nicht, ist ja eine Single-Player-World. Das Englisch, es kommt ganz hip. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. So. Diese Welt muss schöner werden. Und ich versuche mich auch ein bisschen geschickt anzustellen als letztes Mal. Guck mal, wir haben das trotz einem Hänger in der. Es ist mir jetzt ein bisschen blöd, dass es jetzt an dieser Stelle passiert. Wieso nicht woanders? So.
Wenn den teuersten Spitzhacken erstmal hier schön Lava überbauen. So, Part 1 geschafft. Da könnten wir auf dieser Seite ja schon mit den Dings beginnen. Na gut, so ab hier fängt ja die Lava an. Ab hier ist die Brücke und ab hier ist die Brücke. So, mach ich mal hier 1, 2, 3. So, 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ist es jetzt schlau, wie ich das mache? Ja, klar. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf und dann zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tut mir leid, wenn es jetzt lange dauert. Ich mache mal einen kleinen Speedup draus. So, okay, also ich habe bis jetzt hier alles richtig gemacht, aber es kommt natürlich auch nicht selten, auch nicht häufig vor, dass ein Cobblestone ausgeht. Zumal wir hatten ja tonnenweise. Echt, wir hatten so viel. Und dann kam eben die letzte Folge. Ja. Stand der Dinge. Na gut. So, können wir jetzt hier noch was machen? Nein, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Dann können wir hier direkt auch mal die verwerten und uns noch ein paar Schweine ansammeln. So, perfekt. Hat ja besser funktioniert, als ich gedacht habe. Na gut, okay. Die anderen Paare dürfen jetzt auch wieder Sex haben. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet diesmal, aber ich denke, dass ich die Schweine fütter und dann ist auch schon Ende Gelände. So, dann gucke ich mal, wie viele Schweine ich farme. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Also es gibt keins, was noch unzufrieden ist. Und da die Zahl gerade nicht aufgeht, denke ich, dass ich jetzt auch wieder 5 oder 6. Nee, wir haben ja von vorher noch das kleine Kind drin, von daher geht's auf. Das heißt, dann werde ich ab nächstem Mal abzählen, wie viele Schweine wir getötet haben und dann auch immer dann die gezeugten Schweine in Essschweine umwandeln. Und dann haben wir endlich so ein funktionierendes Kreislaufteil. So. Dabei gehen wir uns hier noch kurz in unsere Höhle. Verbarrikadieren, das wollte ich schon sagen, aber nix da. Lecker, lecker, schmecker, schmecker. Und nochmal.
So. So, den Rest können wir verbarrikadieren. Dann tauschen wir das mal eben aus. Dash, Yoldash. Genau. Ja. Perfekt, perfekt. Dann. Was ist das? Das korrigiere ich eben. In solchen Sachen bin ich echt schon sehr, wie soll man sagen, perfektionistisch. Egal. So, wenn ich jetzt wandern. Dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei Twitter oder Twitch vorbei. Morgen 15 Uhr geht's weiter. Ich schätze, es kommt auch noch ein 17 Uhr Video. Ich bin mir nicht sicher. Und das mit den Folgen, das kläre ich mal wahrscheinlich dann am nächsten Video auf. Schaut auf jeden Fall dann vorbei. Ciao und. So, hat geklappt. Geil. Tschüss.